Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Mod Let's Play. Und ja, ich sehe mal weiter jetzt, ne? Letzte Folge kam ja, glaube ich, Anfang April. Dann habe ich gesagt, es gibt jetzt nur eine Pause. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter hier mit dem Projekt. Und ja. Ich drücke die ab jetzt hier, ne? In der letzten Folge hatte ich nachgeguckt, habe ich ein paar Necromancy-Gestalten gemacht. Und neun laufen die noch da rum. Die sehen ein bisschen komisch aus, ne? Das sind komische Viecher, ich weiß. Und ist hier noch was drin? Nee. Gut. Gott sei Dank. Auf jeden Fall, ja, was könnte ich machen? Ist oben drin? Nee. Ist hier was drin? Oh jo, super. Ist hier was drin? Ey, lol. Tatsächlich. Auf jeden Fall, ja, geht aber weiter jetzt. Und, ja. Duff, duff, duff. Ach, lol. Ach ja, folgt mir jetzt, glaube ich, ne? Na? Ja. Komm, mal stehen hier. Jo. Richtig krass aussehen mit Igitt. Ich bin mir ein Depp hier, ne? Gut, haben wir eine Eingangstür. Das wäre richtig krass. Und wir können ja mal anfangen, eventuell den einzurichten. Und zwar mit hier mit den Furniture Mod, mit der Crayfish Furniture Mod, die wir machen. Ich würde mir kurz mal die Items mal raussuchen. Wo sind die denn zu finden? Glaube ich aus dem Bibelcraft Mod, ne? Ja. Das Bibelcraft Mod. Das müsste ja das Furniture Mod sein hier. Diese Sachen hier. Genau hier. Das ist quasi ein Kopf hier. Aber hier so ein Dishwasher. Ofen, ach lol. Egal, dann cheaten wir es einfach. Ich weiß ja nicht, soll hier die Küche oder was hin? Keine Ahnung. Können wir machen, oder? So einen Ofen einfach mal hin. Hier so. Dann haben wir noch so einen Basin, können wir noch machen. Kann man mit Wasser füllen. Aber wir haben, müssen hier so ein. Hier noch einfüllen. Würde auch ein Wasser einmal gehen. Hier noch einen Dishwasher können wir noch hin platzieren. Wäre richtig krass. Was können wir noch machen? Besser können wir nicht, das brauchen wir nicht. Ein Toaster wäre lustig. Noch einen Mülleimer können wir auch noch platzieren, eventuell nach draußen. Wie hier zum Beispiel. Hier kann man Sachen hin tun. Da können wir vielleicht diese Stone Pass nehmen hier. Die können auch irgendwie platzieren. Ja, die Figuren kommen bald weg. Wollte auch noch drin platzieren, weil es richtig geil aussah, ne? Da können wir so ein bisschen mehr hin platzieren, hier die Wege hier. Da können wir mit so einem Zaun noch machen. Den gibt es ja auch noch hier. Oder Electric Fence zum Beispiel, können wir zum Beispiel machen. Das kann man auch so machen, hier so eine Fridge, die können wir auf jeden Fall gebrauchen, Kühlschrank. Mikrowelle können wir noch nehmen. Ja. Ist hier noch was? So ein Printer und so, das wollen wir erstmal nicht. Kitchen Kabinett, auf jeden Fall. Birthday Wall Kabinett kann man noch nehmen. Kitchen Counter. Nockel. Lol. Da so eine Spüle. Kann ich auch mal mit auf den Arbeit kann noch nehmen. Und ja, soll ich mal schlafen gehen? Jo, einfach mal ein bisschen das Haus einrichten jetzt. Ich weiß auf jeden Fall gut. Na, das sieht so dumm aus, diese Gestalten hier. Was ist das? Was ist das? Sieht so dumm aus. Oh Mann, oh Mann. Was ist das? Och, die Nikomati-Motten ist so geil. Alter. Guck schon mal in die Ecke. Yay.
ein Freezer. Oven Orbit. Mal so platzieren, ne? Perfekt. Kitchen Counter. Bei hier platzieren. Waterbar können wir noch nehmen. Wir haben so einen Kitchen Counter, so einen Schrank. Bei hier platzieren, ne? Oder? Ich weiß nicht. Wie muss man den platzieren? Ist einfach auf so eine Theke. Ja, das kann auch sein. Eine Theke. Kann ich vielleicht irgendwie dann hier hinstellen oder so. Genau. Hier haben wir noch ein Wall-Kabinett. Den können wir einfach hier platzieren. Wenn wir was reintun. Ich habe noch so ein Kitchen-Kabinett. Okay. Dann können wir irgendwie hier erstmal hin platzieren. Also ein Kitchen-Kabinett. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie kombinieren? Wo habe ich ihn gesehen? Hier, ne? Da kann man das jetzt irgendwie dann so machen, dass das irgendwie dann. Ne, geht nicht. Das ist blöd. Das ist ein Feueralarm. Kann man noch platzieren. Kitchen Counter. Wo war der? Hier. Wir können eine zweite nochmal nehmen. Perfekt. Dann gibt es auch noch Stühle, habe ich gesehen. Also ich weiß, dass es Stühle gibt. Bettkabinett, okay, das brauchen wir nicht. Table. Geht das? Na? Table. Wooden Table, Stone Table. Noch den hier. Ich muss auf 23 wieder und dann. Aber ich hier so ein Stühle hin platzieren. Und ein Wooden Table, genau. So schön hinsetzen. Das passt. Sieht ein bisschen holzig aus hier, aber egal. Ja, ich brauche noch ein Water Bucket auf jeden Fall. Dann mache ich hier rein. Und aufgepasst. Dann geht das. Jo. Ah, Gott, wir ganz wackeln jetzt weg, aber egal. Wird eh bald weg, ne? Und auch das hier. Okay. Sehr gut. Also ein Dingens, ne? Eine Spülmaschine. Irgendwie hat Trigger waschen oder so. Das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe es nie ausgetestet. Mit dem Dishwasher. Ne, Geschirrspüler. Vielleicht muss man einfach hier in so ein Dingens reintun, ne? Und ein Werkzeug. Also die Spitzhacke hier. Mal Start. Passiert. Na? Da was? Keine Ahnung. Muss ich mich mal reinlesen oder so. Okay. Dann. Was könnten wir noch platzieren? Envelope. Kann man da draußen nehmen. Schauer kommt ins Badezimmer oben, habe ich vor. Hier noch ein Clipboard. Ein Toaster. Guck mal, den Toaster ist schon gleich hier oder so. Wenn du noch hier so ein Kitchen Counter. Jetzt so ein Toaster hier. Ich glaube, es gibt auch Toast, ne? Genau hier. Das war es, dann kann man so ein Toaster nehmen. Kann ich dann hier reinpacken. 100 für 2. Kann ich jetzt abdrücken? Nee. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. Ah, sneaken, okay. Dann haben wir hier so ein Plate, ein Teller. Dekorativ hier hierfür, ne? Washing Machine. Mikrowelle. Jetzt mal die Toast hier fertig. Haha. Keine Ahnung, was können wir hier rein tun? Ich weiß gar nicht. Da muss ich mich ein bisschen was durchlesen, ne? Was wir hier in so eine Mikrowelle tun können. Was gibt's denn noch? So ein Flutsch haben wir schon, Computer. Cookie Jar. Jetzt kommen wir ins Wohnzimmer oder so ein Cookie Jar. Naja, ich habe noch so vor, so ein Ding zu bauen.
Und vielleicht dieses Super Soapy Water. Die Dinge hier. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wie das ja jetzt. Ah, guck mal an hier. Ha. Vorne für ein, nicht normales Wasser, sondern hier dieses Super Soapy Water. Perfekt. Ich kann das hier rausnehmen. An hier. Das ist schon gewaschen hier. Ach, wohl, das fällt jetzt. Guck mal hier. Das füllt sich wieder auf. Jetzt 1545. 1546. 47, 48. Der Burger, sehr gut. Das ist mir nützlich. Diese Mending. Und zwar das bessere Mending. War nur ein Super Soapy Water für. Was soll ich auf den Sammeln mal machen? In der Küche hat der richtig cool aus, ne? Perfekt. Mhm. Oh ja, dann ist sie fertig und man soll schon noch die Axt auch noch reinschmeißen. Wird sich das auch wieder auf. Und Toast kann man zum Beispiel essen. Na, dann bin ich alles gewesen in dieser Folge. Ich hoffe, dann ist eine positive Bewertung da. Und nicht vergessen. Und tschüss.